Hey Leute, ich bin's Fritz und alle Leute, die mich auch auf Instagram verfolgen, wissen, dass ich Anfang des Jahres als Schauspieler für einen Werbedreh gebucht wurde. Das Ganze hat mega Bock gemacht und war in Zusammenarbeit mit Warpass. Hier jetzt also das fertige Ergebnis. Film ab! Sir, wir werden da draußen völlig überrannt. Kämpfen wir bis zum letzten Mann oder ziehen wir uns zurück? Dann schreiben wir heute Geschichte. Tarnen Sie die Panzer im Wald und lassen Sie mit dem B-17er die Hölle los. Ja, das klingt nach einem Plan, Sir. Sir, wir haben alle Ziele erfolgreich getroffen. Sir. Hey Fritz, deine Mülltonne blockiert meine Einfahrt. Recht hat sie. Es ist an der Zeit, den Müll aus dem Weg zu räumen. Bombardieren Sie per Luft die Nachschubwege. Sir, jawohl, Sir. Du hast das Kommando. Warpath. Warpath ist ein Free-to-Play-Echtzeit-Strategie-Mobile-Game. Und es gibt jetzt aktuell das brandneue Air Force-Update. Wer den Himmel dominiert, gewinnt den Krieg. Neue Waffen wurden im Spiel hinzugefügt. Es gibt Jäger und Bomber. Die unterschiedlichen Flugzeugtypen haben verschiedenste Fähigkeiten. Außerdem wurden unterstützende Gebäude der Luftwaffe und neue Pilotenkommandanten mit starken Fähigkeiten ergänzt. Check auf jeden Fall den Link unten in der Videobeschreibung und nutze den Code AirForce2021. Damit erhältst du nämlich einen Bonus, der Gold, Silber, Öl und noch viel mehr beinhaltet. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Video. Mir ist ultra warm und wir werden uns jetzt als nächstes an das Bett machen. Und wenn das Bett steht, baue ich darüber den Shelter. So, ich würde sagen, das Wasser kocht. Sehr geil. Hat bisher alles nach Plan funktioniert. Ich lasse das Feuer jetzt noch ein bisschen runterbrennen. Ja, dann hört es gleich auf zu köcheln und dann kann das entspannt abkühlen. Ja, wir haben hier die zwei Bäume, die haben am Anfang ja schon freigeschlagen und das als Feuerholz genutzt. Hier möchte ich jetzt so ein kleines Trapper-Jägerbett, keine Ahnung, ein bisschen was improvisieren, aufbauen, weil ich ja keine Isomatte habe. Und dann spanne ich darüber später das Tarp. So wieder die Theorie. Gucken wir mal, wie die Praxis aussieht. Hier wären schon ganz coole Stückchen, aber ihr seht selbst, hier ist eine Schnittkante dran. Das heißt, es ist wahrscheinlich von irgendwelchen Forstarbeiten vor ein paar Jahren noch liegen geblieben. Könnte man easy benutzen, aber ich will das Ganze ja zum Trainieren nutzen und somit bescheiße ich mich nicht selbst, sondern nutze wirklich nur natürliche Sachen, wo noch kein Eingriff vom Menschen war. Hier ist übrigens scheiße. Ich weiß aber nicht, was für welche. Bär ist es schon mal nicht. Ich gucke generell bei sowas immer nach Sturmschäden und das sieht mir ja irgendwie danach aus. Beziehungsweise da ist auch nochmal einer, der tot ist. Entwurzelt das Ding irgendwann mal. Ich werde jetzt das Teil mal probieren, mit der Kukri durchzuhacken, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange dauert das, wie anstrengend ist das. Neuer Plan, ich mache das Ganze ringsrum und den Rest breche ich. Das ist schon geil. Also das kommt einem kleinen Beil echt ähnlich. Durch den schweren Kopf und die Länge. Doch, das geht gut. Drehen. Voll geil. Ich habe jetzt das Grundgestell fertig, aber naja, da hat sich hier eine kleine Blase gebildet vom Hacken, weil hier natürlich extreme ja, Schwingungen drauf sind, muss ich mir dann mal überlegen, ob ich das nächste Mal bei so heftigen Arbeiten vielleicht über die Handschuhe anziehe. Ja, ist jetzt nicht schlimm, aber ist natürlich unnötig. Kopf- und Fußteil
die zwei Längsbalken. Da müssen auch natürlich ein paar dazwischen, die müssen aber nicht ganz so dick sein. Das bringe ich jetzt alles erstmal ins Lager. Werde auf jeden Fall erstmal 5 bis 10 Minuten Pause machen. Körper runterkühlen lassen, dass ich nicht noch mehr schwitze und Flüssigkeit verliere. Und schon mal gucken, ob das Wasser trinkbar ist. Das ist das Grundgestell. Die Ecken möchte ich alle miteinander verknoten. Da brauche ich also noch mal ein bisschen Paracord. Und dann möchte ich das Ganze in der Mitte auffüllen mit dünneren Zweigen. Ich sehe jetzt hier auch nirgendwo Moos, mit dem ich das Ganze gut isolieren kann. Aber ich bin zumindest schon mal weg vom Boden ein Stück, was das Thema Feuchtigkeit und Bodenkälte angeht. Jetzt habe ich aber gut Durst. Ich merke schon, ich bin ein bisschen beduselt. Aber gut, habe auch gerade viel gearbeitet. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier mit den Himbeeren, die hier so hinzulegen. Hier sind ständig Viecher dran. Ich könnte die zwar alle auf einmal essen direkt, aber es ist geil, so alle 1-2 Stunden mal so ein paar zu snacken für einen Geschmack. Jetzt an diesen Eckpunkten jeweils alles abgeflacht, so dass das hier nicht hin und her wackeln kann und ein bisschen stabiler ist. Wieder 4-mal Paracord rausmachen für die Enden und dann knoten. Alles gerade noch entastet und hier auch fachmännisch verzurrt. Nochmal ein bisschen ausgerichtet, damit das halbwegs gerade ist und nicht kippelt. Und der nächste Step ist jetzt, die ganzen Zwischenräume mit weiteren Latten aufzufüllen. Wenn so ein Lager dann erstmal steht, lässt sich es, glaube ich, ganz gut leben. Aber so die ersten 1-2 Tage werden recht hart, weil man sich erstmal alles von null aufbauen muss. Und dann könnte es schön werden, aber auch nur, wenn man genug Nahrung findet. Bin jetzt auch fast fertig und habe bisher nur Totholz verwendet. Und eben, Kamera lief nicht, dummer Fehler von mir, rüttel an so einem Baum, ja, der schon morsch war. In dem Moment kracht er oben in sich zusammen. Ich merke das, mache ein großes X quasi mit meinen Händen. Also so. Und das Ding knallt genau hier oben rein. Ja, war zum Glück morsch, ist nicht viel passiert. Da sieht man es aber noch ein bisschen, wo es reingekracht ist. Alter, was war da schon wieder los? Naja, müssen aufpassen, Freunde. Konzentration. Mit einer Säge wäre das Ding komplett locker wahrscheinlich in einer Stunde durch gewesen. Aber weil ich alles komplett hacken musste, Alter. Mein Plan ist sowieso, mit T-Shirt oder vielleicht sogar ganz ohne Klamotten im Schlafsack zu schlafen. Und dass ich diese Jacke mit dem Vlies drin, die ich ja eh bei habe, einfach schon mal als natürliche Isomatte nutze. Gerade für den oberen Torsobereich könnte das nochmal ein bisschen Isolation bringen. Ich muss dabei natürlich aufpassen, dass ich hier keine spitzen Äste irgendwo habe, weil sonst mache ich mir die Regenjacke kaputt. Das wollen wir auch nicht. Ich bin mir Stand jetzt auch noch nicht sicher, ob es wirklich der Defense 6 oder der 4er wird. Vielleicht ist der auch einfach ein bisschen zu drüber. Und wenn ich den Schlafsack auflasse, dann kommen auch die Mücken. Ich weiß es noch nicht. Die Hülle könnte man vielleicht Multi-Use auch noch für irgendwas nutzen. Moos reinmachen zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwo welches gibt, das ein bisschen trocknen. Und dann hätte man ein schönes Kopfkissen. Also ich finde, es sieht ganz gemütlich aus. Aber ich werde jetzt einfach mal Probe liegen, weil wir sind ja hier im Training. Erste-Hilfe-Set mit Notfallsender sollte natürlich immer griffbereit sein. Ich warte darauf, dass es gleich einfach nur noch knackt. So, hier würde ich mir aber wahrscheinlich auch noch irgendwie was bauen, damit das ein bisschen erhöht liegt und nicht auf dem Boden, weil Feuchtigkeit und so weiter.
Das ist schon witzig. Oh. Aber auch sehr hart. Es ist natürlich sehr hart, weil ich liege ja auf Holz. Oh. Ob das was taugt, werden wir wahrscheinlich erst morgen früh wissen oder heute Nacht. Theoretisch würde ich jetzt am liebsten das Ganze noch oben drauf isolieren mit irgendwie dicken Moosplatten. Ich guck mal, vielleicht hole ich mir noch so ein bisschen Tannennadeln. Das sieht jetzt natürlich erstmal extrem viel aus, aber wenn ich mich da drauf lege, wird das richtig platt. Ich bin aber gespannt, ob ich jetzt diese Unebenheiten von den Latten unten noch merke. Geil. So, jetzt wird es endlich mal Zeit für den Tarpaufbau. Ich habe hier als Ridgeline kein Paracord genommen, weil wozu auch, kann ich mir sparen für dann zum Beispiel den Reusenbau, den ich natürlich in dem Video nicht mache, aber dann später bei Seven vs. White. Das heißt, ich habe hier einen Stamm genommen, ja, der natürlich ordentlich stabil sein sollte und den habe ich hier einfach auf so Äste draufgelegt und da spanne ich das Tarp jetzt rüber, mache noch ein paar Heringe und zimmer das alles in den Boden rein. Das ist das erste Mal in Benutzung, ganz neu. Mal gucken, ob es was taugt. So, machen wir drei Stück draus hier. So. Können wir gleich wieder ein bisschen unsere Kuckerie hier testen. Ja, kann man machen. Es ist auf jeden Fall genug Platz drin, würde ich sagen. Mein Plan wäre langfristig gesehen, die Kopfseite zuzubauen. Mal gucken, ob ich das jetzt in diesem Fall mache oder dann erst an Tag 2, wenn es wirklich darauf ankommt. Und hier vorne würde ich mir dann eine Art Eingang bauen, wahrscheinlich von da drüben, dass man so reinkrauchen kann. Ich habe gerade dort drüben auf der Seite alles ausgehakt, hier rumgelegt und dann jeweils auch um die hinteren Heringe gepackt. Hier und hier, ihr seht das Ganze doppelt und auch an der Seite. Und damit kann man ziemlich schnell aus einem A-Frame ein Schrägdach machen, ja, wenn man ein bisschen was sehen will. Hat doch irgendwie auch was. Ich meine, so würde ich jetzt nicht schlafen, weil wenn es regnet, bin ich am Arsch. Aber wenn man jetzt so ein bisschen das Lagerleben noch genießen will, da ein bisschen rumchillt, was sehen will, ist das Ganze in 2 Minuten hin und her gebaut. Und die Heringe hier vorne, die sind ja alle noch drin, da brauche ich das nur wieder rüberschlaufen. So, jetzt habe ich hier hinten am Kopfraum alles nochmal provisorisch dicht gemacht. Ja, einfach für ein bisschen Sicherheitsgefühl, dass von hinten jetzt keiner rankommen kann, während ich mit meinem Köpfchen liege. Ich habe nochmal eins von den inneren Schnüren benutzt, um das Ganze hier zu fixieren am Baum, weil alles ja irgendwie sonst wegrutscht. Bisschen Reisig und Bodenmaterial hinten noch reingepackt. Bisschen was verflochten, ja.
Es sollte schnell gehen. Wenn ich jetzt 7 Tage lang draußen bin, würde ich es vielleicht für den ersten Abend auch so machen und dann gucken, ob ich vielleicht nochmal eine schöne Wand hochziehe. Je nachdem, wie so der Energiehaushalt ist. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich nochmal Wasser hole und nochmal abkoche. Weil das neigt sich hier so langsam dem Ende. Und jetzt halt so der Punkt, wie spät ist es? Wie lange geht der Tag noch? Ich weiß es nicht. Es ist bewölkt, es ist noch hell. Es wirkt wie Nachmittag. Es könnte jetzt aber auch 15 Uhr sein oder 18 Uhr schon. Ich gehe auf Nummer sicher und fülle nochmal auf. Koch nochmal ab, weil das Lager steht soweit. Bin damit auch sehr zufrieden. Und im Endeffekt wäre für mich jetzt der Punkt, wo ich normalerweise sagen würde, fischen gehen. Ja? Angel bauen, vorbereiten, gucken, ob das funktioniert. Und am zweiten Tag würde ich mich dann, glaube ich, den Reusen widmen. Vielleicht sogar, während ich angle, an dem Platz einfach das Material hinpacken, die Angeln einen schönen Blick haben, ja, 3-4 Haken draußen, gucken, ob was anbeißt. Und in der Zeit, während ich warte, das Ganze nutzen, um eine schöne Krebsreuse zu bauen. Ich hatte zwischenzeitlich auf jeden Fall schon ein ordentliches Hungergefühl. Ist jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, boah, ich habe gar keine Energie mehr. Aber ich glaube, ich bin auch recht abgelenkt, weil seitdem ich unterwegs bin, bin ich nur am Rödeln und Basteln und Bauen, am Erklären, Videos drehen, Material holen. Ja, ich hatte gefühlt 2x5 Minuten Pause. Und ich denke, wenn man jetzt so ein paar Stunden hier einfach nur am Feuer sitzen würde, dann realisiert man das schon viel mehr, dass man irgendwie langsam Hunger kriegt. Aber ich denke, die 24 Stunden mit 3-4 Himbeeren sollte auf jeden Fall klar gehen. Genug Wasser habe ich, das ist das Wichtigste. Und da werde ich mir jetzt nochmal einen neuen Schwung holen. Ich habe jetzt alles nochmal vorbereitet. Diesmal ein bisschen Birkenrinde gesammelt. Hier auch wieder Harz. Ganz, ganz dickes Holz fürs Hauptfeuer dann. Bisschen kleineres, noch kleineres und wieder ein Haufen Reisig. Aber das Geile ist, ich komme so langsam rein und es ist ganz spannend, wie ich so dieses Umfeld hier langsam irgendwie kennenlerne. Ich weiß schon, okay, da sind die Bäume, da kriege ich das, da ist dieser Harzbaum, da kriege ich so Kleinreisig, da ist ein bisschen Laubbäume da vorne. Das ist ganz spannend eigentlich. Also ich glaube, wenn man dann 7 Tage wirklich an so einem Ort ist, dann fühlt sich das vielleicht sogar schon ein bisschen wie zu Hause an. Und wenn das Lager erstmal steht, kann man ja auch die Tage da drauf das Ganze auch noch viel mehr erkunden. Ja, und sich mal wirklich einen Überblick machen, wo man sich überhaupt befindet. So, ich quatsch schon wieder zu viel. Jetzt wird endlich Wasser geholt. Es läuft schon wieder. Die Sonne ist gleich weg und ja, meine wichtigsten Aufgaben sind alle erledigt. Deswegen habe ich mir noch ein bisschen in die Umgebung angeguckt, bevor das Licht komplett weg ist. Und habe hier gerade noch ein paar Himbeeren gefunden und die snacke ich jetzt einfach weg. Die könnte man übrigens ja auch essen. Beziehungsweise hier die kleinen Blätter könnte man sich zu einem Spinat kochen. Gibt also auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Schnitzprojekt in der letzten Stunde gemacht. Und das ist ja der Topfhalter. Ja, hier oben ist die Kerbe. Ich habe das Ganze hier ein bisschen geschält, schön rund gemacht, ein bisschen verkürzt, dass man besser einhaken kann. Hier eine kleine Maserung reingeschnitzt. Und das werde ich bei Seven Bros Wild auch machen. Hier hinten ist eine Kerbe drin. Und diese Kerbe hier hinten steht für den ersten Tag. Das heißt, das Ziel ist es, hier irgendwann 7 Kerben drin zu haben. Gerade schon mal ein bisschen rumprobiert wegen der Reuse. Man kann den Ast auch über dem Feuer ein bisschen warm machen, dann geht das besser. Aber im Endeffekt jetzt zweimal ein bisschen Schnur hier dran, schon hätte man den ersten Ring. Ich habe mich jetzt hier in den Schlafsack gepellt. Hier sind meine Schuhe und Socken, die können ein bisschen auslüften, genauso wie die Hose.
Ihr seht, es ist draußen noch hell. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Vielleicht so 21 Uhr. Keine Ahnung. Ich kann das Ganze nicht so richtig einschätzen. Ich hau mich aber trotzdem schon mal ins Bett. Bisschen regenerieren. Bisschen rumdösen. Und sag an dieser Stelle schon mal gute Nacht, falls ich gleich aus Versehen einschlafen sollte. Guten Morgen, Freunde. Ich habe so eine kleine Deckenlampe in meinem Shelter. Ich habe erstaunlich gut geschlafen, was das Bett und die Temperatur angeht. Was gibt's noch heute? Pancakes. Geiles, leckeres Kürbiskernbrötchen. Oder vielleicht doch ein schönes Porridge mit Obst. Ich wäre dabei. Die Isolation vom Bett ist natürlich auf jeden Fall schon deutlich platt gedrückt. Aber besser als nichts. Guten Morgen. Hallo, Grüße. Morgen. Habt ihr gut geschlafen, ja? Optimal. Also ich muss echt mal wieder aufräumen hier bei mir zu Hause. Man muss auch mal den Waldboden spüren. Okay, das schmeckt ein bisschen rauchig, ein bisschen dolle rauchig. Ein Problem, was ich gerne noch irgendwie beseitigen möchte, ist das Thema Mücken. Die waren, wie gesagt, nicht die ganze Zeit da, aber gestern Abend war so ein Zeitfenster von 2 Stunden, wo ich echt nicht pennen konnte, weil die ganze Zeit... So, da werde ich mich vorher nochmal informieren, ob es vielleicht irgendwelche Pflanzen, Wildkräuter gibt, die ich vielleicht zu so Bündeln knoten kann. Und dann hänge ich mir die hier oben rein. Oder vielleicht kann ich mir die so ins Gesicht reiben, dass die Mücken nicht mehr kommen. Und dann ist der zweite Punkt im Endeffekt Fischfang. Fischfang, Krebsfang in die Richtung. Ansonsten mit meiner Ausrüstung bin ich sehr zufrieden. Ich werde zu Hause nochmal ausmessen, wie viel Fassungsvolumen hier wirklich drin ist. Ich blende euch das jetzt hier auch nochmal ein, weil dann kann ich halt grob ausrechnen, wie viele Töpfe ich davon am Tag trinken muss. Ne? Damit ich so einen kleinen Überblick habe und über meinen Wasserhaushalt Bescheid weiß. Gerade wenn man nichts isst, soll der Magen immer ein kleines Volumen drin haben, damit halt die Magenwände nicht irgendwann sich berühren, weil das ist Scheiße. Richtige Scheiße ist das, das wollen wir nicht. So, ich guck mal, ob meine Himbeeren noch da sind. Denn auch ein wichtiger Punkt, ich werde meine Nahrung nicht im Camp zubereiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fisch fange, dann werde ich mir, glaube ich, eine extra Kochstelle, vielleicht 100, 200 Meter weg vom Lager, bauen und dort essen und kochen, damit ich halt keine Tiere anlocke. Weil wenn hier überall Fischreste und sowas rumliegen würden, kommt dann vielleicht doch mal das Bärchen vorbei. Und das wollen wir nicht. Deswegen habe ich die hier hingepackt. Ja, überall Fliegen dran. Sehr gut, damit sie ihre Eier hier reingelegt. Also ich denke, Himbeeren und Heidelbeeren sollten wir auf jeden Fall auch dort finden. Die Käfer kann man einfach mitessen, glaube ich. Scheißegal. Da kann der Tag gleich starten. Ich habe ja mein Handy gestern zu Beginn des Ganzen in den Flugzeugmodus gestellt. Bin ja um 9.30 Uhr gestartet, habe mir aber auf 8.30 Uhr einen Wecker gestellt. Ja, also ist es auf jeden Fall noch vor 8.30 Uhr, weil dann habe ich nämlich eine Stunde Zeit, mein Lager abzubauen und wieder zurück zum Ausgangspunkt zu laufen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wie ich das zeitmanagementmäßig mache. Es sieht fast so ein bisschen neblig da hinten aus, aber irgendwie ganz geil. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann vielleicht in Schweden noch richtig Wind und Regen dazu kommt, könnte das schon ungemütlich werden. Aber natürlich auch eine Herausforderung. In 7 Tagen wird auf jeden Fall der Moment kommen, wo das Schokoauto mal ordentlich hupt. Und dann muss die Einfahrt ein bisschen durchgewischt werden. Vielleicht auch gekerchert, man weiß es nicht. Man könnte jetzt natürlich Wasser nehmen aus dem See. Allerdings trinkt man auch aus dem See. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach in den See reingehen und dir deinen Arsch da sauber machen. Und das aus dem Becher rausschöpfen, weiß nicht, aus dem Becher trinkst du auch. Alles nicht so geil. Moos könnte man vielleicht nehmen oder, was ich mir gerade überlegt habe,
Haselnussblätter. Die sind ziemlich stabil und reißfest. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren, Freunde. Ich werde es einfach mal testen, wie sich das anfühlt, sich damit den Arsch abzuwischen. Ich muss zwar gerade nicht, aber einfach mal zu gucken, im trockenen, sauberen Zustand, ob die Dinger überhaupt stabil genug sind. Oh, Reißverschluss ist schon mal offen. Fühlt sich ein bisschen verstörend an, dabei eine Kamera im Gesicht zu haben. Okay, wir starten mit einer... Das ist ja wie bei normalem Klopapier, das man kaufen kann. Es gibt ja mehrlagig. Das heißt, ich gehe jetzt auf eine dreifache Lage. Es hält. Tatsächlich. Es könnte funktionieren, Freunde. Ich glaube sogar besser als Moos. Weil Moos ist vielleicht auch ein bisschen wie Schmirgelpapier am Arsch. So ein schönes, sanftes Haselnussblatt ist da vielleicht die clevere Wahl. Ich nutze gerade die restliche Zeit, um mich nochmal ein bisschen auszuprobieren, ein paar Techniken zu testen. Und hier war zum Beispiel jetzt eine Kiefer, ja, die war tot. Die habe ich mal kurz entwurzelt, geguckt, ob hier unten ein bisschen Kienspan drin ist. Ich habe keine Säge, will aber trotzdem auch mal schön Feuerholz machen. Das heißt, ich werde mir solche toten Bäume suchen, die ein bisschen entasten. Dann vielleicht einmal in der Mitte durchtrennen, das kostet mich dann ein bisschen Energie. Und dann werde ich ihn nach und nach mit dem Feuer einfach durchbrennen oder reinschieben. Weil hier habe ich richtig dickes, fettes Feuerholz, was sogar trocken ist, weil es halt eben noch stand. Und ja, da spare ich mir quasi die Säge mit und lasse das dann einfach durchbrennen. Unter dieser Wurzel war jetzt hier ein sehr agiler Regenwurm. Würde ich jetzt nicht essen, aber zum Angeln könnte man ihn sogar gleich mal an den großen Haken packen. Vielleicht für so einen schönen Barsch. Kienspan haben wir hier übrigens nicht. Ich habe auf meiner kleinen Erkundungstour schon verschiedenste Pflanzen noch gefunden, die einem helfen können. Und auch Harzstellen. Bin ich zu schnell aufgestanden, jetzt bin ich schwindelig. Ich baue jetzt hier gerade schon mal alles nach und nach zurück. Auch die Feuerstelle hier war alles natürlich schon längst kalt, habe ich alles nochmal getestet. Einfach so hinterlassen, wie man es auch vorgefunden hat. Das baue ich jetzt als nächstes ab und dann packe ich alles in Ruhe ein. Es ist 8.30 Uhr, Flugzeugmodus ist drin. Werde gleich noch genüsslich mein restliches Wasser trinken und mich dann langsam auf den Weg wieder zurück zur Straße machen. Das ist ungefähr so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Das heißt, es geht genau auf, dass ich dann so gegen 9.30 Uhr da sein werde. So Freunde, 24 Stunden sind um. Felix hat mich abgeholt, der Ehrenmann, weil ohne Führerschein ist gerade ein bisschen schwierig. Ihr wisst das Ganze. Und als kleine Belohnung gönne ich mir jetzt erstmal Y-Food, Freunde. Nochmal die kleine Werbung zum Ende reindrücken, ja. Checkt das Ganze aus, auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Rabattcode 10Fritz nutzen. Und ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Energie, die da rein muss. Also, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben. Wenn ihr Seven vs. Wild nicht verpassen wollt, dann gern Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.